Topfgucker TV empfiehlt. Zweierlei Tatar von Thunfisch und Kalb mit Sommertrüffel und Avocado. Wir beginnen. Als erstes haben wir ein bisschen Kalbsfilet durch den Wolf gelassen. Dazu geben wir ein bisschen Zwiebelwürfel, geschälte, gewürfelte, entkernte Gewürzgurke, frisch geschnittene Kapern, wenn möglich schön kleine Früchte nehmen, nicht so große, ein bisschen Salz und Pfeffer und 2-3 Tropfen Haselnussöl. So, alles gut miteinander vermischen, gut rühren. Jetzt einmal abschmecken. Sehr lecker. Und dann haben wir hier einen kleinen Ausstecher in Dreiecksform. Dann füllen wir diesen dreieckigen Ausstecher. Drücken das Ganze vorsichtig ein bisschen runter. Und richten es auf einer Seite des Tellers an. Nach dem Kalbstatar kommt der Thunfischtatar. Hier nehmen wir frischen Thunfisch, Gartengurke, geschält, entkernt, gewürfelt und Apfelwürfel, ebenfalls geschält, entkernt und gewürfelt. Auch hier ein bisschen Salz, einen kleinen Tropfen Limonenolivenöl und das Ganze wieder gut miteinander vermischen. Als nächstes füllen wir das Thunfischtatar genauso wie das Kalbstatar in die dreieckige Form. Gut andrücken, aber nicht zermatschen und dann ebenfalls auf dem Teller anrichten. So, als nächstes marinieren wir den Salat, frischen jungen Feldsalat. Mehrfach geputzt und gewaschen, weil gerade zu der Jahreszeit als Freilandsalat sehr viel Sand im Salat enthalten ist. Wir machen ein so kleines Röschen, ziehen das einmal durch Himbeerdressing mit frischen Himbeeren, Essig und Öl und setzen das dann einmal hier auf den Teller. Und dasselbe machen wir auf der gegenüberliegenden Seite, dass es so aussieht auf dem Teller wie zwei kleine Bouquets. Hier haben wir frische Avocado aus der Schale geholt. In einer Moulinette klein gemixt, Creme fraiche untergezogen, Salz, Pfeffer untergezogen und ein bisschen Zitronensaft dazu. Als letzte Dekoration auf dem Avocado kommt ein bisschen Shiso-Kresse, ein Blatt. Zu guter Letzt machen wir auf das Kalbstatar ein bisschen frischen italienischen Sommertrüffel. Ja, ein bisschen Feintuning noch für den Feldsalat. Und fertig ist unsere Vorspeise. Zweierlei Tatar von Kalb und Thunfisch mit Avocado-Creme, frischem Sommertrüffel und Feldsalat. Ich wünsche guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.